Hallo Leute, ja, wir sind hier in Simotrans von Leinfelden nach Limbach. Wollen wir eine Bahnstrecke bauen in dieser Folge? Ja, sind wir soweit und haben schon angeguckt. Gucken noch mal rein, wenn wir nachher das Logo gesehen haben, ne? So, wir schauen noch mal hier rein. Hier stehen für Limbach 20 Passagiere. Und in Limbach stehen für Leinfelden 33 Passagiere. Das wäre jetzt die Idee gewesen, das so zu machen. Wir schauen aber gerade nochmal hier rein. Hier stehen natürlich für Leinfeld auch 20 Passagiere und für Limbach stehen 11 Passagiere. Also da werden wir nachher gucken müssen, wie wir das weitermachen. Aber ich glaube, wir machen erstmal das kurze Stück. Was haben wir denn als nächstes? Hier hinten ist noch ein Städtchen. Da stehen auch 51, einer für Leinfelden, Limbach stehen da 35 und Luckenwalde ist wahrscheinlich dann die andere Seite hier unten irgendwo, oder? Ja, da ist Luckenwalde. Da stehen 45, da stehen Obelingen. Ich glaube, das war jetzt das hier oben, ne? Ja. Und hier unten ist bestimmt nur die Burg, okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Ah, also stehen überall viele Fahrgäste, die wir dann abfrühstücken müssen, sozusagen. Und wen gibt es hier noch? Hier oben war noch ein Örtchen, das gleichzeitig mit Hafen ist. Da stehen 6 Passagiere, aber ich glaube, habe ich jetzt. Na doch, war das hier. Da stehen tatsächlich nur 6 Passagiere. Nach Fürstenwalde will niemand groß. Will denn von hier einer nach Fürstenwalde? Auch nicht. Gibt es überhaupt eine Kutsche auf Fürstenwalde? Es gibt gar keine Kutsche hier, sehe ich gerade. Oder vertue ich mich da? Okay. Oder ist es diese hier gerade? Doch, das ist einer. Da fährt auch nur einer. Okay. Also da gibt es keine große Anbindung. Interessanterweise ist da aber der Hafen, wo eigentlich sagen würde, die fahren doch jetzt alle hier hin und her und wollen doch bestimmt dann von Fürstenwalde aufs Festland. Ne? Aber ist wohl nicht so. So, jetzt wäre die Frage, wie schließen wir diese Orte an? Also hier, nach da, nach da, nach da, nach da. Also hier wäre eine Tangente und dann müsste man schauen, ob man, wie man es nachher verbindet. Ich würde jetzt erstmal die beiden Städte verbinden und dann schauen wir weiter. Hafen, nee, Hafen nicht, sag schon, Zug. Gleise bauen. Brücken haben wir doch auch schon, ne? Oder haben wir noch keine Brücken? Hochbahnbrücke, okay. Doch, haben wir also. Das würde bedeuten, ich würde hier einfach mal so rüberfahren. Und dann baut er ja keine Brücke selbstständig, genau. Eine Kurve bilden, auch gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Brücke da hinkriegen. Ne? Das ist ein Tunnel, oder? Backsteinbrücke. Hochbahnbrücke. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, wie es eine Hochbahnbrücke ist. Das ist irgendwie auf Stelzen gebaut. Das kann er nicht, ne? Kann er das andere? Aha. Jetzt kommt er da hier nicht über den Fluss rüber. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie was tun, damit das klappt. Ja. Haben wir irgendwo eine Möglichkeit? Nein, haben wir nicht. Das ist jetzt so halbe Höhe oder sowas, ne? Und diese hier? Kann es auch nicht. Hier wird es aber gehen, okay. Also ich würde schon die Backsteinbrücke daneben wollen. Die sieht besser aus, aber dafür müssen wir erst Erdarbeiten wohl machen, ne? Ist dann die Frage so? Das wäre dann wohl die Richtung, oder? Wahrscheinlich müssen wir erst so haben.
Das ist ziemlich schwer zu erkennen und so. Und dann geht's vielleicht, oder? Kann das sein, dass jetzt die Brücke erst geht? Nee, macht er tatsächlich auch nicht. Können wir das dann so machen? Und es geht. Und so geht's dann, okay. Das heißt, wir müssen so hässlich aufschütten, um eine Brücke darüber zu kriegen. Das ist so ein Punkt, der mir jetzt nicht so gut gefällt. Da musst du hier so ein Teil machen. Und da so ein Teil machen. Richtige hässliche Brücke, oder? Keine passende Kreuzung, Weg zum Schnell finden. Jetzt sag mir nicht, ich kann die Brücke nicht anschließen. Geht das nur damit? Das gestaltet sich jetzt schon wieder schwierig, oder? Er mag mich jetzt hier nicht, oder was? Oh Mann, ey. Was ist das hier für ein Track Tracks, okay? Habe ich auch noch nicht gesehen. Gleis mit Schotterbett nach hinten. Okay. Gleis mit Mauern vorne. Interessant. Okay, das ist wie so ein Lärmschutzwall oder was? Aber das Problem ist, dass ich jetzt gerade kein Dingens gebaut kriege, keine Strecke gebaut kriege. Was hat er jetzt gemacht? Nix. Das ist auch interessant, oder? Schotterbett. Ach, da baue ich nur das Schotterbett, okay. Da baue ich jetzt. Ah, dann baue ich das da drüber. Aber hier, keine Anbindung. Irgendwas klappt da nicht. Ah. Warte mal, kann das sein, dass das wieder zu steil für diese Strecke ist? Ah. Warte. Das bedeutet, wir. Ja, der Bagger war ja schon richtig wahrscheinlich, ne? Nehmen wir den mal gerade. Und müssen das so machen. Genau. Und dann müssen wir das wahrscheinlich so machen. Und so machen. Und vielleicht geht es jetzt hin. Hightech, wa? Alter, das ist zu steil, da kommen die nicht hoch. Das bedeutet, ich muss da erst den setzen. Cool ist, dass das Gleis gleichzeitig angehoben wird. Und so kommen wir jetzt dahin. Wow. Also das ist ein High-End-Projekt, wie ihr seht. Krass, ne? So, und wie machen wir das hier? Schließen wir hier an, oder? Ja. Dafür machen wir hier die Schräge weg und der Bahnhof geht dann da gerade durch. Dann kriege ich das jetzt da nicht hin, ne? Wo ist unsere Linie? Da kriegen wir die da hin. Diese können wir, glaube ich, schließen. Das können wir aufmachen. Und wir können jetzt hier mal gerade schauen, dass wir hier so hinkommen. Ja, da fährt er da hoch und da runter. Das machen wir erst, ne? So haben wir es. Dann brauchen wir einen Bahnsteig. Güterbahnhof. Das hier? Richtungsbeschränkung, okay.
Bahnbahnsteig. Sandbahnsteig. Er ja, ist doch erstmal anders, oder? Dann brauchen wir noch ein Depot, dann würden wir so eine Weiche irgendwo hin haben. Ah, das mache ich mal hier hin. Und ach, Schmalspurbahndepot, oder? Ist das denn jetzt? Wir haben nur Normalspur hier, ne? Wieso steht da Schmalspurbahndepot? Ich brauche ein ganz normales Depot. Aber wird es wahrscheinlich sein, ne? Okay. Loks. Haben wir jetzt hier so schicke Loks? Die fährt schon 50, ne? Okay. Anzeige leider etwas schwierig. Ah, der Tender ist dahinter, passt. Und dann Passagiere, ne? Der hat. Also die fahren alle, na, hier ist sogar einer mit 70, aber das ist ein Bremswagen oder was ist das? Durchgangszugwagen. Hier steht gar nicht, wie viele Passagiere da reingehen, oder sehe ich das gerade nicht? Ach, ein Postwagen, ist das okay? Da gehen jetzt 30 Passagiere rein. Ich mache mal einfach zwei. Also, jetzt haben wir noch keinen Fahrplan, ne? Und den machen wir erstmal hier rüber. Und da. Ach so, muss ich erst da neue Linie machen. Ne, das ist schlecht. Gut, dass er das erkannt hat, ne? Nach da. Und das ist ein Personenzug. Von. Leinfelden nach Limbach. War doch Leinfelden, ne? Ich glaube Leinefeld habe ich letztes Mal gesagt, aber das ist Leinfelden. Schuss. Beides haben wir. Und wir machen mal 50% Mindestbeladung und starten das Ding dann mal. Ich glaube, das mit der neuen Linie hat gerade nicht funktioniert. Kann das sein? Doch, hat's. Wird hier aber nicht angezeigt. Jetzt aber. Und starten. Und unser erster Zug ist unterwegs. Da ist er. Kann 60 Passagiere und fährt. Und wir stehen jetzt hier. Ja, mal gucken, wie viel er mitnimmt, ne? 32 müsste er schon mitnehmen. Also ist es schon mal ein Waggon voll. Gerd. 44 oder sowas mitgenommen? 35, okay. Wernigerode Ahornstraße ist da hinten auch, okay. Wernigerode Ahornstraße. Achso, das ist hier hinten am Wasser, ne? Ne, das ist Fürstenwalde. Wieso? Ah, warte mal. Über Leinfelden Rathaus. Okay. Wo geht die Reise hin? Wernigerode Ahornstraße. Hier nicht. Wo ist Wernigerode? Da nicht. Wo ist Wernigerode? Wo fahren die lang, dass sie nach Wernigerode kommen? Wo
Das muss aber weit, weit weg sein. Verbindung. Hier geht es nicht nach Wernigerode. Ich irgendwas verpennt? Von Leinfelden geht es nur nach da, nach Neumarkt. Nach Limbach, nach Wernigerode wäre dann falsch. Und die müssen ja, wenn zum Warfen, ne? Und da kommt zum Glück eine Kutsche gleich noch an. Wenn wir sehen, ob die da mitfahren. Aber wahrscheinlich fahren die ja nicht mit, weil hier überfüllt ist oder sowas, ne? Jetzt warten hier 30 Passagiere. Und die drei nach Wernigerode sind auch da. Ach, da steht's doch über Fürstenwalde Rathaus. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Okay, das heißt, die fahren tatsächlich. Also die sind jetzt Teil einer Kutsche, 2 von 3, okay. Gut. Wie sieht es mit ihm hier aus? 6 Neue im Rückweg. Und hat schon Plus. Okay, ja. Fürstenwalde 6. Neune. Ah, neune fahren dahin. Mehr nicht. Okay, er wird länger stehen mit 30 Passagieren, aber das ist dann halt so. Wer nicht so lange warten will, kann ja mit der Kutsche fahren, ne? Machen sie aber dann nicht. Ja. Gut, das haben wir schon mal sozusagen. Was sagt denn hier unser Haltestellensystem hier mit wartend haben wir? Worms sind wir jetzt auch sehr stark vertreten, aber Worms hat seine Bushaltestelle hier. Achso, Worms ist nicht die Haupthaltestelle, sondern hier wahrscheinlich Wormswaldhafen, ne? So sieht's aus. Und die wollen wahrscheinlich alle übers Wasser weg, oder? Okay. Hier Wernigerode auch. Das heißt, jetzt müssten wir, komm, das können wir, Verbindung können wir auch hier sehen. Hier müssten wir dann tatsächlich, da gibt es natürlich auch mehrere Verbindungen jetzt hier. Müssen wir gerade nochmal gucken, warten da. Nach St. Ingbert zum Beispiel 18. Ich glaube, 16 waren auf einem Schiff drauf. Aber St. Ingbert gibt es hier noch 5 zum Beispiel, die überfahren. Okay, das heißt, wir müssen definitiv. Warte, da brauchen wir nochmal die Verbindung. Sind tatsächlich. Ah, das ist jetzt hier cool. Haltestellenliste. Na, okay. Wir brauchen jetzt die Linie. Nicht den Fahrplan, Fahrzeugliste. Ja, da ist einer drauf, okay. Der noch nicht mal jetzt viele hat. Aber Worms St. Ingbert müssen wir jetzt gucken, dass wir da noch weitere Fahrzeuge drauf kriegen. Die schippern ja hier lang. Und hier muss auch irgendwo das Depot sein. Das ist da die Werft, Schiffswerft. Ne, Schiffsdepot war schon richtig. So, das bedeutet, wir machen das so, machen das so. Worms St. Ingbert war das. Kopieren das mal. Starten das mal. Schauen gerade noch mal da rein, wie viel auf der anderen Linie waren, weil da waren ja auch welche. Weil dann fahren die auch nicht gleichzeitig alle los. Das war aber alles hier St. Ingbert. Das andere
Nach Wernigerode. Wo ist denn Wernigerode jetzt hier? Sag mal, Wernigerode. Wo komme ich denn da jetzt? Ah. Da komme ich jetzt dahin. Ach, das ist da hinten in der Ecke. Okay. Ist ja ein ganz wichtiges Kaff dann hier, oder was? Stehen aber nur 7 Passagiere. Ah, was für ein schickes Rathaus. Deswegen wollen die alle hier hin, wahrscheinlich. Okay, das ist so ein Örtchen auch noch, wo wir zwei Bushaltestellen hatten, ne? Jeweils drei stehen, okay. Gut, funktioniert aber erstmal. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, da machen wir erstmal nicht noch ein zweites Schiff drauf, weil da war ja jetzt auch nicht so viel von Worms nach Wernigerode. Passt erstmal. Dann haben wir hier natürlich noch Übeling und Übeling ist doch hier schon die Erweiterung von unserem Bahnhof da, ne? Wäre es, ja. Ha, da müssen wir jetzt gucken. Mal hier jetzt noch eine Gleisanlage hinmachen, ne? Den Zuppel machen wir weg. Und kommen dann von hier rüber. Ich glaube, das bauen wir schon mal. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Wir schließen Überlingen dann mit Limbach an. Und der Zug kann dann erstmal da weiterfahren, weil. Ja, der steht ja jetzt natürlich auch wegen Bündnisbeladung hier, ne? Neustadt, Luckenwalde und Überlingen ist da natürlich drauf. Hat erst 15. Ah, das ist natürlich ewig wartend, ne? Wie viel stehen denn jetzt hier schon? Da stehen 30 insgesamt wartend. Davon sind aber nach Limbach. Ich glaube, die 50 ist zu hoch gesetzt, die Hälfte da mit dem Zug. Glaube, da müssen wir reduzieren. Den Fahrplan müssen wir hier ändern. Das ist zu hoch. 20% machen wir mal. Dann fährt er auch tatsächlich schon. 20% von 60 sind 12, ne? Er hatte 15, okay. Lass schnell gucken, wie wir stehen hier. Nach Fürstenwalde ist nicht Solingen über Fürstenwalde, Fürstenwalde, nee, Rathaus, Limbach. Sind erst drei, Neumarkt, okay, werden wahrscheinlich dann hier direkt fahren. Glaube nicht, dass die hier hinten sind, aber das weiß man natürlich auch nicht, ne? Man müsste natürlich jetzt hier noch schauen, dass man die Kutsche, nee, Kutsche auflösen ist jetzt gar nicht, weil Neumarkt ist ja noch dazwischen, nee, bleibt so. Ist nämlich voll. Zwei nach Leinfelden, zwei nach Fürstenwalde. Ich denke, da fährt jetzt keiner mehr die andere Richtung, oder? Hier ist noch eine Kutsche. Obwohl, hier sind, aber das kann auch sein vor der Zug, dass es in der Zeit war. Okay, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.